Komm, vertrau mir. Geh weiter, 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 weiter. Warte. Vertrau mir. Ich trägst mich nicht, mehr. Das geht nicht. Doch, doch, das doch geht. Jetzt. Aber wieso kriegst du das hoch, aber ich nicht? Ja, weil du so ein Stein bist. Das, was wir machen können, wir machen so. So. Und dann machen wir. Jetzt filmt das doch alles schon. Okay. Ich komme mir vor wie ein Hund, der pinkelt. Nee, so wenig Winkel. Okay, Moment. Also warum die das übrigens machen? Mach mein Bein jetzt hier hin, okay? Mach mal das Bein gerade. So, jetzt geht's. Ja, es geht. Nein, es geht nicht. Ach. Das ist zu viel. Halten, halten. Alles klar, ihr könnt loslassen. Es ist so, der Wille zählt. Und das war so, ihr habt eben noch gesagt, das können wir nicht machen. Man muss auch sagen, ich wusste, dass er das aufzeichnet. Du bist jetzt ein bisschen aus der Puste jetzt, oder? Nee, überhaupt nicht. Aber ich wusste, dass du das aufzeichnest. Du hast zwar gesagt, macht mal, wir üben das mal, nur ob das funktioniert. Genau. Es gab wohl mal ein Video, wo das, aber da war der Spannungspartner. Mit uns hat es besser funktioniert als mit meiner Freundin. Ach so. Ja, die 30 Jahre alt ist. Also brauchst du das Kontergewicht quasi hier lebende 105 Kilo, 1,82 Meter und die Freundin hat was für ein Maß? Leichter. So groß wie ich. So, sagt übrigens Kfz-Meister. Das ist übrigens eine Information, die ich erst weiß seit dem letzten. Ich wusste, dass er Kfz-Mechatroniker oder Kfz-Mechaniker ist. Ich habe das mal alles irgendwann gelernt. Aber er ist sogar Kfz-Mechaniker-Meister. Auch das noch. Das heißt, du hast einen Meisterbrief. Und das Coole ist, du dürftest sogar ausbilden. Wir dürfen sogar ausbilden, ja, selbstverständlich. Ja, aber leider kann man jetzt echt mal in die Kamera sagen, leider bekommt man, ich sag mal, zu wenige oder fast gar keine Auszubildenden. Ich gender jetzt nicht. Auszubildenden. Ja, genau. Leider bekommt man da, ich sag mal, viel zu wenig Angebote gerade. Wir würden gerne mehr ausbilden, um halt Nachwuchs für die Branche zu bekommen. Und der Caravan-Techniker ist ja mittlerweile ein anerkanntes Berufsbild. Also wenn uns jemand sieht und möchte Caravan-Techniker werden, männlich, weiblich, divers. Ja, ja. Wo soll ich einen ausfüllen? Okay. Komm mal nach links. Raus wird, dann komm ich. Warum habt ihr den ganzen Zirkus hier gemacht? Kann man sagen. Denn dieses Fahrzeug hier, lohnt es sich, Zirkus zu machen. Es ist nämlich ein 6 Meter Malibu mit Längsbetten. Längseinzelbetten, genau. Mit Längseinzelbetten. Normalerweise geht das nur auf 6,40 Meter, aber Malibu hat gesagt, es gibt ja Länder, da sind die Leute per se einen Ticken kleiner, obwohl auch die werden größer. Das ist eine spezielle Version für Chinesen. Die werden mittlerweile ganz groß. Also die waren früher kleiner. Ich war mal in China, da konntest du einen Europäer eigentlich aus der Menge sehen, weil der hat wirklich rausgeguckt. Das ist jetzt anders. Mittlerweile, ja, so ist es. Aber nein, du hast auch normale Bettenmaße. Du hast hier normale Bettenmaße, ganz genau. Das Ganze schrumpft im Bad ein bisschen zusammen. Man sieht es eben auch, dass das Toilettenfach, wo man die Kassettentoilette halt rauszieht, jetzt weiter mittig verbaut ist. Wir haben halt eben hier nicht dieses 3-in-1 Flexibad. Ist das wie in dem 640er, das Bad? So ähnlich? Nee. Nee, das ist in dem 45er. Genau, richtig. Das ist exakt das gleiche Bad wie bei dem 45er. Das ist so. Und das ist so mega. Also ich habe gerade eben Leuten erzählt, die hatten eigentlich schon den Kaufvertrag unterschrieben. Und da habe ich gesagt, gehen Sie mal nach Hause, überlegen sich das Ganze nochmal und gucken sich nochmal den 600er an. Und dann haben sie gesagt, oh, super Idee, sind gegangen, ohne sich den anzugucken. Jetzt, war das ein Fehler? Ja, war mit Sicherheit ein Fehler. Die waren, wir sind auf deinem Hof. Heute ist der 15. März 2024 und heute ist Freitag. Morgen gehen die Caravaning Days. Das ist ja was der Caravan-Verband, also der CIVD, eingeläutet hat. Hat gestartet am 9. März bis 16. März. Und ja, die gehen morgen zu Ende. Da gab es, ich sag mal, ein paar Goodies für den Kunden. Und ja, wie du siehst, wir haben wirklich gut zu tun hier. Und alles prima. Ja, der Hof ist voll mit Leuten. So, komm, mach mal auf hin. Ja. War uns eine gute Kampagne, habt ihr gut gemacht. Ja. Wirklich, die standen heute morgen. Hast du denn jetzt die 50 Euro gegeben, dass die jetzt alle hier rumlaufen? Die standen da vorne Schlange am Eingang heute Morgen schon um 8 Uhr, wie früher bei den Medium-PCs, weißt du noch? Ja, so war das. Nee, tatsächlich. Also heute Morgen haben wir gedacht, wir hätten hier ein neues iPhone wird hier präsentiert oder so. So ging hier die Post ab. Wann war denn das? Andreas, ich hab's probiert, ja. Der hat 2x11 Kilo. Richtig, korrekt, ja. So, gibt's den auch mit Diesel? Den gibt's auch mit einer Dieselheizung, natürlich. Ja, ja. Das ist vielleicht ganz wichtig. Dann könnte man das Fach nämlich tatsächlich verwenden, um da noch irgendwelche feuchte Schuhe reinzustellen. Unter anderem, ja. So, und dann hat es hier einen Trennboden mit drin. Das Bett hat normale Höhe, dadurch hast du diese mega große Garage. Denk dran, wir sind auf 6 Meter und haben dieses Bett hier. Und da musst du uns mal aufklären, Andreas. Es gibt zwei verschiedene Bettlängen.
Du meinst jetzt, ja, rechts und links, genau. Das Bett auf der rechten Seite ist einen Tacken länger. Ich habe das Bettenmaß nicht genau im Kopf. Ich meine, es ist 1,95 Meter und auf der linken Seite ist es 1,85. Ja, ich sag mal, es sind ja nicht immer beide Partner unbedingt gleich groß. Aber das ist auch beim 640er ist das Bett tatsächlich auf der Beifahrerseite etwas länger wie auf der Fahrerseite. Das ist immer dem Bart halt geschuldet. Genau, wenn ich mal ganz in die Ecke mal legst, Jan. Ganz mal rein und halt jetzt ja die Füße oben, dass du ja nicht mit den Füßen da irgendwie drauf kommst. Und da sieht man sehr schön, du hast eine Bettbreite von, das dauert jetzt ungefähr 5 Minuten, wir müssen das beschreiben. Achso, du hast schon wieder die Spannung verloren. Also das geht, man kann sich drauf. Also hier ist ganz klar das große Element das Bett. Das heißt, also das ist ein Fahrzeug, wo du schläfst wie im Hotel. Genau, das ist also hier ein Bett auch mit vernünftigen Lattenrosten halt dementsprechend drunter. Die Matratze, die wir hier haben, das ist wirklich eine sehr hochwertige Matratze. Hier schläfst du wirklich wie in einem Hotel. Ja. Wenn man alleine fährt, finde ich das ziemlich cool. Könntest du rechts die Seite gemacht lassen mit Bettzeug und allem drum und dran. Die linke Seite brauchst du gar nichts drauf machen, weil dieser Bezug hier ist wie ein Sofa, oder? Den kannst du direkt so, der hat so einen Rautenstepp. Ja, der ist ja auch, ich sag mal, optisch ist er ansehnlich. Ne? Da muss man nicht unbedingt was drauf machen. Und wenn ich jetzt mit meinem Van alleine fahre, obwohl ich einen 640er mit längs 1 bin, schlafe ich tatsächlich sogar noch quer drin, weil dann habe ich einfach ein Riesenbett hier drin. Kann man den reinigen eigentlich in Bezug? Ja, da sind Reißverschlüsse dran, hier siehst du es. Und kannst du abmachen und reinigen, ja. Ganz wichtig, also den kann ich in die Waschmaschine, nicht zu heiß, sonst geht er nicht mehr drauf. Ja, das Draufziehen ist auch immer ein bisschen spannend, ne, weil wir haben ja 3 Teile hier, aber man kriegt das hin. Ansonsten, ich sag mal, ein Stündchen Arbeit, aber dann hat man es wieder drauf. So, also eine richtige Spielliegewiese hier drin, optimal auch für Familien mit kleinen Kindern, die in der Mitte schlafen, ne? Das geht auch, ja, natürlich. Also du hast eine richtige Breite. Nochmal, ja. Weil du jetzt gerade die Kids anspielst. Man bekommt für das Auto auch diese umbaubare Sitzgruppe, für die Sitzgruppe zum Bett zu machen. Und natürlich auch das sogenannte Hybriddach. Dann haben wir oben nochmal Schlafplatz für, ich sag mal, 2 Personen. So, die Jan ist ganz glücklich, denn wir haben ihr Auto verkauft. Ja. Das war tatsächlich so. Wir haben ein Video gestern gemacht über einen Cartago, einen älteren. Was war das für einer? Ein Cartago Mondial 57. Und ich muss echt sagen, das Auto wollte ich ja eigentlich, die Geschichte kann man sich im Video anschauen, ich wollte sie eigentlich für mich selber behalten haben und selbst restaurieren. Und meine Aber hättest du schon noch gegeben, oder? Dir hätte ich in der Tat gegönnt. Und meine Frau sagt, was willst du damit? Du hast so viel Arbeit, wann willst du das noch machen? Die haben die Bude eingerannt, wirklich, mit dem Ding. Ja, also das Video haben wir gestern Abend um 10 Uhr online gestellt und heute Morgen waren schon irgendwie 25, kam einer angereist. 25 oder 30 Zusagen per E-Mail. Ein Kunde ist irgendwie in der Nacht schon losgefahren aus Berlin. Und ja, heute Morgen habe ich schon die Meldung aus dem Auto bekommen, er ist verkauft und sie haben es wohl fair gemacht. Der als erstes geschrieben hat und verbindlich zugesagt hat, ich nehme ihn mit Gewerbeanmeldung, weil wir gesagt haben, wir verkaufen ihn an Gewerbetreibenden. Ja, du ja, aber dein Vater hätte ja den Sponsor machen müssen und da hat er leider das... war wohl der mit dem Gewerbe. Du hast jetzt morgen Geburtstag. Ging nicht. Klar, dass ich nicht mehr mit dir rede. Ja. Nee. So, auf jeden Fall, Auto ist verkauft. Auch der Morelo, wo wir gestern das Video drüber gemacht haben. Schon fest zugesagt. Auch der ist heute Morgen verkauft worden. Ja. So. Sag dem Sven bitte, er soll sich entschuldigen bei mir. Entschuldigung. So, mach die Tür zu. Dann haben wir uns entschuldigt. So, aufwendig. Also, geht's mit Dieselheizung? Bedeutet, das Fahrzeug stände dann auf Diesel. Es gibt auch die Option, dass du vorne noch eine Dieselstandheizung nachrüsten kannst. Dann hättest du 2 Optionen, was sehr toll ist, muss man wirklich sagen, wenn du ins Ausland fährst, weil du kriegst nicht überall Gas. Wenn du zum Beispiel, also viele fahren damit auch mal nach Marokko, das ist, würde gehen mit dem? Ja, natürlich, du kannst mit dem Auto überall hinfahren, klar. Kann man den höher legen eigentlich, geht das? Ja, wenn du ja mein Auto siehst, da machen wir gleich nochmal ein Video von, der ist natürlich durch die Fahrwerksoption, die wir verbaut haben, ist der ein ganzes Stückchen höher geworden. Es sind zwar nur 4 cm, aber man sieht es direkt auf den ersten Blick, dass das Auto deutlich höher ist als wie der serienmäßige Malibu. Viele fragen immer, hat der Allrad? Nee, hat er nicht. So, und Überwachungsstaat Deutschland, da ist eine Kamera. Warum? Ja, das ist ganz einfach eine Rückfahrkamera, die beim Einlegen des Rückwärtsgangs halt, ich sag mal, in dem Multimedia Center den Bildschirm öffnet, sodass ich nach hinten auch eine freie Sicht habe. Aber ich habe bei jedem Mal, das ist eine Option, ich habe bei jedem Malibu habe ich serienmäßig die Rückfahrpieper verbaut. Das heißt also, ich bekomme innen drin auch über die Akustik angezeigt, wann ich an einem Gegenstand heranfahre. Vorne nicht, also vorne sollte man sehen. Du hast hier... Oder fühlen. Oder fühlen oder hören. Ja, oder hören, ja. Du hast eine Anhängerkupplung hier. Genau, der hat abnehmbare Anhängerkupplung.
Das ist ja praktisch für Fahrräder, oder? Ja, jetzt, ich wollte gerade sagen, also die meisten unserer Kunden wollen tatsächlich so eine Anhängerkupplung haben, was ich auch tatsächlich begrüße und befürworten kann, weil ich bin kein Freund von den Fahrradträgern, die man jetzt irgendwie hinten ans Fahrzeug ranbaut oder so. Kann man alles machen. Trägst du aber einen großen Teil des Jahres mit dich rum und du brauchst es gar nicht. Die abnehmbare Hängerkupplung dran gepackt, klar, ist natürlich dann ein teurer Fahrradträger, Fahrradträger von Hersteller XY drauf, bist du immer gut bedient. Ne? Du bist natürlich ja von der Tragkraft immer sehr begrenzt. Ne? Bei irgendwo 75 Kilo hört es dann maximal ja auf. Der kann aber mehr. Ich glaube, der kann 140 Kilo, ist die Stützlast. Ja, ja, die Stützlast kannst du höher setzen. Das ist nicht das Thema. Es geht mir um den Fahrradträger, der halt dann wirklich ja nur über den... Nee, es gibt welche auch mit 100 Kilo. Ach, ja, cool. Gibt's. Okay. Ja. Cool. So, jetzt mal Hand aufs Herz. Du bist ja auch Kfz-Meister aus dem Katholik und du kannst nicht lügen. Ist das ein gutes Auto, der Ducato? Oder ist das so eine Kiste wie bei Mercedes, wo du dann die Rostnasen schon nach 3 Jahren dran hast? Zumindest war das mal so bei Mercedes. Der hatte immer so diese Hohlraumversiegelung, gab es nicht, hatte ich das Gefühl. Und wenn du mal guckst, so Sprinter, auch 14er Sprinter, ja, blühen vor Rost, ja. Bin ich bei dir. Ich meine, ich komme von Mercedes-Benz, da mache ich jetzt keinen Hehl drum. Wenn man manche Sprinter sieht, die hätte Mercedes besser aus dem Verkehr geholt. Oder tatsächlich, ich sage mal, die Kulanz da deutlich mehr ausgebreitet, weil das ist kein Resümee für einen Autohersteller wie Mercedes-Benz, wie manche Sprinter draußen rumfahren. Also hier solche typischen Ecken, die rumknuspern. Ja, ganz genau. Das ist aber heute, ist das ganz sicher nicht mehr so. Ich meine, kann man heute gut sagen, in 6 Jahren rosten sie auch. Nein, das ist ganz sicher nicht so. Man hat da tatsächlich die Verfahren geändert. Da ist in Korrosion ganz viel passiert. Man sieht ja auch bei Fiat, früher hat man mal gesagt, die rosten in allen Ecken oder so. Heute sage ich, bei Fiat sagt man, die rosten und die sind aber die... Nee, Fehler in allen Teilen, habe ich noch in Erinnerung. Ja, richtig ist Fabrikation Internationale Automobile Turin, das ist die Abkürzung für Fiat, genau, aber da gibt es keinen Rost mehr bei den Autos, ne? Das ist schon längst nicht mehr. Sehr schön. So, ich weiß ja gar nicht, ob du katholisch bist, aber das lassen wir mal offen. Bitte mach mal zu, ich war mal katholisch, war auch mal Messdiener. Näschen weg, das glaube ich dir, dass du Näschen... Nee, ich war Messdiener, genau. Das gebe ich zu. Also du hast ja damals keine Grundschule betreten dürfen, wenn du nicht in irgendeiner Glaubensgemeinschaft warst. Ich dir, tatsächlich jetzt. Ja, ich komme auch vom Dorf, ich bin ja in der Eifel groß geworden und ich war auch eine Zeit lang Messdiener. So, da ist sie dann. Und das Coole sind wirklich Längsbetten. Also die Leute, das ist schon ein Gamechanger. Die Querbetten sind echt gut, muss man sagen. Aber auch du hast Längsbetten. Auch ich habe Längsbetten im 640er, weil wir jetzt hier gerade am Eingang stehen. Und wir haben es eben in einem Video angesprochen. Du hast eben danach gefragt, kann ich den Tisch von innen auch nach draußen einhängen? Der hatte nämlich diese Vorrichtung nicht. Hier ist diese zusätzliche Schiene, kostet ein paar Euro Aufpreis. Ich erkläre das mal gerade. Da vorne ist die Schiene. Genau. Und diese Schiene hier findet man auch hier. Genau. Und diesen Tisch nehmen wir jetzt mal raus. Ja. Ich meine, seeing is believing. Und die Jan wird das mal probieren. Ja, und das Tischbein dabei festhalten, weil es ist nur gesteckt. Das könnte rausfallen. So, sie hat den rausgeholt. Dann wird er hier reingemacht. Und jetzt... So, und jetzt kann man nämlich einen der Fahrersitze ausbauen, das können wir gleich mal zeigen, genau. Und den zum Campingsitz machen. Korrekt, und dann kannst du auch das Armaturenbrett kannst du auch noch ausbauen und das Lenkrad. Und dann kannst du dich hier draußen hinsetzen und so tun, als wenn du fährst. Nein, dafür gibt es natürlich, ja, das ist, weil der jetzt hier vorne auf den Stein oben drauf steht, ne, auf den Winkelstein. Dafür gibt es jetzt nochmal die schönen Malibu-Regiestühlchen, die man da dran tun kann. Ich finde das ganz pfiffig, hat aber auch einen Nachteil, muss man ganz klar sagen. Wenn du jetzt hier sitzt, sitzt irgendwie immer einer im Weg, wenn es rein und raus muss. Das heißt, für denjenigen, der hier sitzt, ist das die bequemere Sitzung. Ja, aber so ist er cool. Das sehe ich auch immer bei den Fernfahrern. Und du kannst die Schiebetüre eben nicht mehr schließen. Also ich persönlich, das ist nur jetzt meine persönliche Geschichte, wir leben natürlich vom Verkaufen, da gehört auch die Schiene dazu. Ich persönlich würde mir tatsächlich lieber das Malibu-Tischset mit dem Stuhl dazu nehmen und es draußen hinstellen. Dann hast du mehr dran verdient. Auch. Ja, es ist tatsächlich so. Aber das ist nicht der Grund. Es ist tatsächlich eine Empfehlung. Weil ich sag mal, Fliegengitter und alles kann ich jetzt nicht mehr zumachen. Das ist der Nachteil. Halt eben. So, ganz gerne verkaufst du die mit Radkäppchen. Und das können wir gerne mal zeigen. Denn viele Leute, die rüsten sich schöne Edelmetallfelgen nach, Leichtmetallfelgen nach, die eben nicht die Standard-Ducato-Felgen sind. Genau. So, und da hast du auch wirklich tolle im Programm, die das Ganze massiv aufwerten können. Und natürlich aber auch die Fahrstabilität erhöhen durch breitere Reifen. Gut, klar. Wenn du einen breiteren Reifen hast und eine Felge mit einer anderen Einpresstiefe etc., kriegst du das Auto dann schon, ich sag mal, anders auf die Straße gestellt und es läuft spurstabiler. Ne?
Ja, schön. So, 6 Meter. Was kann ich denn alles hier so reinzaubern? Hat er einen aktiven Spurhalteassistenten optional? Optional kann man die Fahrassistenzsysteme mit dazu ordern. Die sind eben auch kamerabasiert und das hat das Auto dann auch drin. Das heißt, der hält die Spur, kann sogar einen Abstand halten? Geht das? Genau. Das kann er natürlich nicht in einem vollintegrierten Fahrzeug. Bei den teilintegrierten oder bei den Kastenwagen geht das. Geht das. Also bei dem wird es gehen. Mhm. So, dann nehmen wir den Tisch bitte, Jan, und lass den mal draußen. Soll man wieder reinmachen? Nee, lass mal draus. Also das soll ruhig mal zeigen. Sag mal, dieser Tisch passt aber nicht oben rein, weil beim 45er würde reinpassen. Nur bei dem 45er, weil der Tisch ist schon nochmal einen Tacken länger und der passt dann oben nicht in die Klappe rein. Der darf dann draußen bleiben? Also ich habe das bei mir dann, wenn ich den nicht brauche, klappe ich den hoch und habe den da mit einem Spannband an der Wand befestigt. Dann rappelt der, ich hänge ein Handtuch hinter, alles gut. So, zeig mal. Und da kann man sehr schön so kleine Unterschiede sehen. Diese Bilgenfächer, die gibt es auch bei anderen Fahrzeugen. Bei Carthago ist das alles ein Ticken schöner ausgeführt. Die halten von alleine und stehen. Ja, kannst du loslassen, Jan, der fällt nicht runter. Genau. Genau, da kann man Schuhe reinmachen, Hundeleine, Lebensmittelkonserven, was auch immer, Getränke. Das ist wirklich. Ist auch beheizt. Das heißt, Schuhe würden da trocknen. Die würden da dann trocknen, genau. Durch die Abwärme des Heizungsführungsschlauchs, der da durchläuft, sind die Fächer auch mit beheizt. Ja, es geht ja darum, es gibt ja Leute, die haben zum Beispiel Käsefüße und gehen dann wandern und dann sind die feucht, die Schuhe. Super. Und dann stinkt das ganze Auto. Genau. Wenn die wieder hier raus. Genau, und dann, wenn die da drin sind, ist alles gut. Ich wollte ja mal zeigen, das bitte nochmal aufmachen, Jan. Das ist ja der Bereich, wo die Füße draufstehen. Und dieser Bereich, guck mal hier an der Seite, hat einen kompletten Warmluftschlauch mit drin. Das heißt, der wird aktiv beheizt. Genau, das ist so. So, sehr schön. Also du hast immer warme Füße in dem Bereich. Und das ist so mega, dass man schon sagen muss, das ist Spitze. Du musst auch springen dabei. Ach so. Okay, das ist Spitze. So, das lässt doch wahr Fernsehträume aus den 70er Jahren wahr werden. Ja. Unten in die Kommentare, wer hat denn das moderiert? Nichts sagen. Möchte ich in den Kommentaren lesen? Stimmt, ja, ich weiß, wer es war. So ein dürrer, hansärmeliger Typ. Also die Jeanne weiß nicht, wer es war, aber das ist eben eine andere Generation. Deswegen dürft ihr alle mal schön in die Kommentare reinschreiben, wer es war und vielleicht einfach nur noch das Geburtsjahr dazu. Du darfst aber noch was. Jeanne, du darfst noch was ergänzen. 1, 2 oder 3. Oh, aber ich kenne den Text nicht mehr. Du musst dich entscheiden. 3 Felder sind frei. Hopp! Nee, plopp, plopp. Plopp, das heißt Stopp. Ist das nicht 1, 2 oder 3? Nee, das waren irgendwie. Ja, das war so ein Typ, der musste immer singen, musste der vorher. Und du weißt, wer es war? Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich habe die Sendung auch früher geguckt. Ich glaube, der war Skifahrer und dann hat den irgendwie. Den haben sie dann ausgemustert ins Fernsehen danach. Nee, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe die Sendung aber auch als Kind geschaut. Ja. Meine Sendung ist aber aus dem Kinderkanal. Ich glaube, den gab es da noch nicht, weil. Ja. Okay, nächstes. In einem unbekannten Land, ja, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt. Der faule Willi. Nein, von der sprach alles weit und breit. Du willst doch auch singen. Und diese Biene, die ich meine, die heißt Maja. Kleine, freche, schlaue Biene Maja. Maja. Alle lieben. Nein, flieg durch ihre Wellen. Didim. Du kommst das, was dir gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maja. Andi. Achso, die Biene Anja. Du bist aber eher, wie hieß die dicke Hummel? Faule Willi. Der faule Willi. Er ist der faule Willi. Er sitzt schon wieder hier. Guck dir das mal an, ja. Du könntest aber auch Flip sein. Ja, der flippt aber auch gut. Ja. Ja. Ja, wir haben die alle geguckt, ja. Ja, ist heute eigentlich undenkbar, die Serie. Und verbindet etwas. Ja. 2 Generationen. Komm, noch eine Frage. Wer ist der Chef von Pumuckl? Nicht ich. Nicht ich. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Egal, komm. Schreib's in die Kommentare, genau. Schreib's in die Kommentare, so. Sehr schön. Wir haben übrigens kein Storybook, wir sind wirklich schon so alt. Ja, wir sind wirklich schon so bekloppt, ja. So, das ist aber unsere Zielgruppe, glaube ich. Also es sind oft Malibu-Fahrer, sind jetzt keine 12-Jährigen. Nein, überhaupt nicht. Nein, um Gottes Willen. Ich sag mal, grundsätzlich, so Kastenwagen, ne? Braun gebrannter Surfer, lange blonde Haare, hast du nicht gesehen. Es ist tatsächlich eher nicht der Fall. Es ist meistens so, dass es Leute sind, die schon ein Leben lang Reisemobil gefahren sind und auf die Art und Weise des mobilen Reisens einfach nicht verzichten wollen, was ich gut verstehen kann, und dann eben einen hochwertigen Kastenwagen suchen. Okay. Das ist nicht so der klassische Einsteiger. Und die fahren meistens in die Berge und da fällt uns noch eine Serie ein, ja.
Maybe there's a world where we don't have to run. Maybe. Ich glaube, du bist eine Zeit lang in Luxemburg. Nein, das war Grizzly John. Da gab es eine Serie aus den Bergen und da gab es so einen Typen, der Mann in den Bergen oder sowas. Heidi kommt jetzt oder so. Ja, hätte ich es noch mithalten können. Aber hier haben wir eine wunderschöne Küche. Ja, genau. Danke. Das wäre jetzt eigentlich mein Paket. Genau. Schade. Hier, ne, genau wie bei dem 45er, der gleiche Küchenblock verbaut. Edelstahl, Spülbecken halt drin. Auch hier das berühmte Schneidebrettchen drauf. Die Jandi zeigt es gerade schon. Absolut genial, die Arbeitsplatten-Erweiterung halt hier. Was ist das? Keine Ahnung. Ja, das bist du aus. Schwachsinn. Ich glaube, beide Melodien waren falsch. Aber beide waren falsch, aber man könnte erkennen, was war. Hier über Nacht. Wir waren gestern Abend essen. Wir waren im gleichen Restaurant. Wir haben, glaube ich, das gleiche. Hier haben wir nichts genommen, oder? Das gleiche getrunken, aber irgendwas ist anders gelaufen über Nacht. Die giftigen Stoffe von den ganzen neuen Malibus. Okay. So, also wir zeigen mir die längsten Einzelbetten und da gibt es eine Besonderheit, es gibt einen Kleiderschrank. Genau, da wollte ich jetzt drauf eingehen. Der hat hier unter dem längsten Einzelbett, hat der wirklich einen riesengroßen Kleiderschrank drin. Ist ja begehbar. Der könnte, theoretisch wäre der begehbar, genau. Hier kannst du also wirklich lange und auch breite Kleider in Bügelbreite kannst du hier einbringen. Also... finde ich, ich weiß nicht, ob ich das schon so oft gesehen habe, dass es dann so Das gibt's gar nicht. Also im Kastenwagenbereich. Also ich behaupte, du hast es bis jetzt noch in keinem Kastenwagen gesehen, außer beim Malibu. Ja. Da haben wir wirklich Stauraum ohne Ende. Dann kommen natürlich noch unsere ganzen Dachstaukästen. Andreas, ich habe schon bei vielen Selbstausbauern gesehen, dass die sich das geklaut haben, weil es so gut ist. Ja, es ist einfach genial, muss man wirklich sagen. Ist da auch ein Ladenhorst drunter, sag mal? Ja, hier. Aber jetzt ist doch die Frage, die sich Jan stellt, wo bekommt man solche kleinen Auflagen her? Bei Malibu. Du meinst hier jetzt? Ja, die Bettwäsche. Die kannst du tatsächlich mitordern. Das ist speziell dazu geschneidert. Sieht man auch an den Formen, was wohin kommt. Das gibt's, ja. So, die Jan hat aufgepasst. Achso, Batterie ist leer, oder? Nee, glaube ich nicht. Du brauchst nur mal den Hauptschalter einschalten. Mach mal an. Jan, unten links, bitte. Unten links, 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 links. Ja, ist voll. Ja, genau. Genau. So, Batterie ist da. Das Lichtsystem ist schön, oder? Ja. Also du hast jetzt warme Farben hier drin. Machst du mal gerade den Wasserhahn zu? Zu? Da, mach mal da irgendwo so einen Wasserhahn auf, weil ich höre die Wasserpumpe laufen. Boah, das macht doch nichts, oder? Nee, da kann die eine Zeit lang kann die damit umgehen. Jetzt ist Schluss. Aber nee, drin. Guck mal hier in dem Waschbecken noch. Die ist im Waschbecken auf. Nee. Ja, okay, minimal. So, wo wir schon beim Thema sind, das ist eingebaute Waschbecken. Das ist eigentlich, ja, genau. Genau, der hat wie gesagt das gleiche Bad drin wie im 45er. Bedeutet die Toilette. Nicht erzählen. Sag mal, das ist ja aber blöd zum Duschen, wenn die Toilette mitten im Weg steht, Andreas. Du kannst ja mit einem Fuß kannst du ja da rein. Zeig das doch mal bitte. Einen Abstrich muss man machen. Ne? Ja, also hier sagt man im Rheinland, ein Tod stirbst du immer. Wenn ich jetzt duschen mag, dann schiebe ich die einfach mit meinem Fuß. Schiebe ich ihn zurück, dann habe ich hier ganz. Das ist aber genial. Total genial, ne? So, und jetzt bist du über 1,80 Meter, hast ein großes Heki drin, dass dein Kopf auch zur Not, wenn du länger bist, dass du keine Plaxans kriegst. Wann ganz, das letzte Mal gemessen? Ganz genau. Jetzt sei nicht albern. Das kannst du also öffnen, das ist überhaupt kein Problem. Und so zieht also auch der Dunst von der Dusche jetzt hier dementsprechend ab. Und ich sag mal, groß gewachsen können, Kopf noch rausstrecken. Mhm. So, und dann hast du die Dusche. Ist da irgendwas zu machen? Muss ich irgendwas abdecken? Brauche ich einen Duschvorhang hier? Nee, hier hast du nichts zum Abdecken. Ich nehm dieses Brett hier raus, leg das beiseite gerade, weil das ist halt eben jetzt, damit man hier einsteigen kann. Und wenn man auf der Toilette sitzt, dass der Winkel halt dementsprechend vernünftig ist, das nehme ich raus und dann kannst du das einfach hier zuziehen. Mach mal zu, bitte, Andreas. Ja, genau. Genau, mach mal zu. Das ist nämlich, also Brett raus, habe ich gesehen. Da hat man auch anschließend wieder trockene Füße. Zwei Abläufe. Dann hier. Sekunde, das habe ich Transportschirm drin. Machst jetzt habe ich hier drin auch nochmal, warte, das mache ich einmal eben. Ich mache mal die Seite, vielleicht kann man die nochmal aufmachen. Achso, da kannst du zumachen. So. Sollen wir kann man die eine Seite nochmal aufmachen? So, jetzt mache ich die nochmal auf, damit du reingucken kannst. Ach, hallo. Hallo, siehst du da, und schon haben wir den eine Raum ganze Dusche komplett verändert. Jetzt habe ich also hier nochmal eine Duschwand, die habe ich ja ausgefallen. Was die Leute in der Klasse sagen, ein Duschvorhang geht gar nicht, also nee, oder? Nein, und wir haben auch kein Shampoo hin? Hier klebt hier nichts am Popo oder sonst. Shampoo ist in der Hand halten. Sonst irgendwas? Nein, es gibt doch das, ich nenne es keine Marke.
das hänge ich hier oben an ein dann und dann habe ich mein Duschshampoo immer hier oben hängen und zack, zack, zack. Das geht also sensationell. Da ist so ein kleiner Haken dran, schon seelenmäßig. Hm. Es regnet. Hm. Ja, wir sind ja hier drin. Ist ja nicht so schlimm. Gibt es den auch mit Aufstelldach? Den gibt es auch mit Aufstelldach, ja. So, das heißt, erklär mal, da ist ein Dach oben drauf und dann können noch mal zwei Personen auf dem Dach schlafen. Ganz genau. Wir haben dann hier anstelle des Heki-Daches haben wir dann den Durchstieg oben ins Aufstelldach. Das Hybriddach wiegt 105 Kilo, kostet ungefähr umgerechnet ca. 4.500 Euro. Gibt es eine Leiter, die hängt hier an. Das ist natürlich dann deutlich breiter, der Einstieg. Und dann kann man da bequem reinklettern. Das Bett hat dann eine Breite von 1,35 Meter, meine ich. Großes Kino. Oh, sag mal, es gibt zurzeit eine Aktion. Ja. Ja, mach du mal den Tisch rein. Es regnet, muss man sagen. Diese Hölzer sind nicht dazu gedacht, das sind keine Gartenmöbel. Die können mal feucht werden, das ist kein Problem, aber die darfst du nicht dauerhaft draußen stehen lassen. Dafür sind sie nicht gebaut. Richtig? Nee, das sollte man natürlich nicht machen. Ne? Am Ende des Tages ist es Holz in Leichtbauweise, auch der Tisch hier jetzt. Ne? Der ist jetzt nicht dafür gedacht, dass man den permanent im Regen stehen lässt. Ne? So, guck mal, das ist doch gemütlich. Passen eigentlich beide Beine untereinander, wenn du jetzt den Sitz einen Tick zurück machen würdest, John? Also mach dir mal einen Tick zurück, da ist noch richtig viel Platz. Und jetzt zeige ich mal die Beinfreiheit. Ihr seid ja zwei große Menschen, die sich hier in der Mitte treffen. So, und ich setze mich jetzt mal auf die gegenüberliegende Seite. Ist der Sitzkomfort denn gut, Andreas? Der Sitzkomfort ist sehr gut, ja. Du siehst auch, dass die Sitze so schön ergonomisch geformt sind halt. Also hier hat man auch wirklich einen sehr hohen Sitzkomfort. Jetzt manchmal ein bisschen Licht hier. Und jetzt könntest du da, wo du jetzt sitzt, auch noch mit frühstücken oder wie auch immer. So, sehr schön. Also wenn du hier durchblickst, blickst du in einen schier unendlichen Raum, was auch ganz wichtig ist, wenn es denn mal regnet. Dann ganz wichtig ist ja das Thema Verdunklung. Und auch hier hat Malibu nicht gespart. Wirklich die besten Verdunklungssysteme, die am wenigsten, für Frust sorgen. Denn ja, Frust ist wirklich das richtige Wort. Denn wenn du Verdunklungssysteme, gibt es nämlich beim Fiat Ducato ohne Ende verschiedene Systeme. Ihr habt euch für ein System entschieden, bei dem du den Spiegel, das hast du bei anderen gesehen, die haben einen Innenspiegel. Warum auch immer die einen Innenspiegel haben, du kannst eh nichts sehen. Und, Kind, Hund oder so. Kind, Hund oder sowas. Aber hier habt ihr nämlich eine Aussparung oben reingemacht. Wenn du mal zumachst bitte, Jan, dann kann man sehen, da faltet sich nichts um den Innenspiegel oder sowas. Nee, ja. Nee, um Gottes Willen. Also das hat schon Hand und Fuß. Machen wir die andere Seite noch bitte. Ja, kurz festhalten. Gut, die sind ganz neu. Da ist jetzt sehr viel Vorspannung drauf. Die treffen sich jetzt in der Mitte und halten dann über einen Magneten. Wie gesagt, da ist sehr viel Vorspannung drauf. Das wird mit der Zeit wird es weniger und dann geht es besser. Ja, genau. Das wird tatsächlich mit der Zeit besser. So, und die sind auch geführt. Das muss man auch nochmal zeigen. Es gibt einige, die sind nicht geführt unten. Ja. Und dann bist du immer die Lamellen am Zusammenfummeln. Ja. Und das hier geht wirklich binnen Sekunden. Das sind natürlich Top-Ausführungen hier. Dann hast du mit dabei, mach nochmal Top. So, top. Dann hast du mit dabei diese, und da müsst ihr euch jetzt wirklich beeilen, da ist noch die Original ZF, das Neunganggetriebe drin. Und Fiat hat, der Stellantis-Konzern hat für alle Modelle eine neue Automatik angekündigt. Hat den Vorteil, dass die Automatik demnächst nicht nur, heißt es könnte passieren, dass Malibu irgendwann mal auch nicht auf Fiat baut. Das könnte passieren, wenn die Automatik kommt, oder? Da sage ich jetzt nichts zu. Sehr schön. So, und da siehst du die Automatik. Das ist eine ZF-Automatik. Ein 9-Gang-Wandlergetriebe. Das kommt mir vor, wie bei der Preis ist heiß. Von? Preis ist heiß von? Warte mal, der Preis ist heiß. Ja, ach, natürlich. Ach, wie heißt mein Freund? Oh, Harry Walford. So, und dann gab es noch am laufenden Band mit? Mit Rudi Carrell. Nee, wenn du das mal so sagst, wie Rudi Carrell das sagt. Am laufenden Band, hier an der verflixte Siebetisch, aber da fanden wir dann andere Sendung. Du bist ja unweit der flämischen Grenze. Der niederländischen Grenze, genau. Ah, ist das so. Also das wird das auch mal gesagt. Also heute gibt es einiges Show, Spiel, Spaß und Spannung geboten im Hause der Familie Herzog und der Familie der Mareins. Genau, korrekt. Und das Auto, kann man das noch kaufen, wie es hier steht? Ich meine tatsächlich, dass das Auto schon verkauft ist. Aber du hast noch 600er Längsbetten hast du da? Wir haben noch 600er da, wir haben noch 540er da, wir haben alle Varianten da. Hast du auch 640er da? Ja, habe ich auch ein paar. Ja, also 640er ist der längste, den es gibt. Das ist eigentlich so der meistverkaufte Grundriss, ja. Gibt es überhaupt einen Ducato 7 Meter? Gibt es sowas? Nee, tatsächlich nicht. 640 ist Ende, weil ich weiß, die Mercedes gibt es auch 7, aber hier ist gibt's 47 sogar. Kenne ich mich mit aus. Gut. So, hier sind wir. Vielen Dank. Name von dem schönen Teil? Malibu 600 LE.
600 LE zusammen mit Andreas Marein. Heute ist der 15. März. Stimmt das überhaupt? 15 März 2024. Wir sind in Aldenhofen und gestern hatten wir auch den Running Gag. Nicht Aldenhofen bei Köln, sondern Aldenhofen bei Aachen. Der Hintergrund ist, die arme Jeanne sollte das Navigationssystem bedienen und hat natürlich Aldenhofen eingegeben. Und das gibt es tatsächlich ganz hier in der Nähe bei Köln. Und da war sie denn auch und hat gewartet und gewartet. Und wir waren schon am Filmen hier. Und wir waren schon 3 Stunden lang am Drehen. Und ja, Aldenhofen bei Aachen. Aldenhofen Aachen. Tschüss, Jan. Und bitte abonniert German Television, dann wird ein, wenn ihr auf den Abo-Knopf drückt, wird der Abo-Knopf regenbogenfarbig. Das ist wirklich so. Das ist die Belohnung, die ihr kriegt. Und damit unterstützt ihr natürlich den Kanal und abonniert auch Wohnmobile Deutschland. Und das müsst ihr im Moment noch eingeben unter Womo Scout, Herr Max, unter Wohnmobile Deutschland. Und da wird nämlich Andreas. Ich glaube, du wirst mit deinem Kanal wirklich Zeitgeschichte des Deutschen Rundfunks schreiben. Ja, ist klar. Ja, ja, nee, wenn du das sagst. Ja, tschö. Tschö.